Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzepilz. Ich bin's wieder, euer Charlie. Wieder hier beim Pilzesuchen in meinen Asthma hängen. Ja, bin mal wieder hier hochgelaufen, quer über die Wiese. Ja, damit ich in meinen Asthmawald komme. Mal gucken, ob wir was finden, ne? Ja, so sieht's aus. Also so ein typischer Buchen-Eichen-Mischwald, wo es dann meine Pfifferlinge gibt. So, erfahrungsgemäß gibt es direkt hier am Waldrand wenig zu finden. Wir müssen jetzt da hoch. Diesen Berg erklimmen wir jetzt. Ja, und hier oben dann haben wir auch schon wieder diesen Unterbewuchs, den die Pfifferlinge so lieben. Und dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis wir die ersten finden. Ja, hier in einer alten Birke, da finde ich Birkenporlinge. Sie ist ein Heilpilz, ein Vitalpilz. Ja, kann man Tee von machen. Aber wie gesagt, ich sammle mehr was fürs Braten und für die Semmelklöße. Und dafür ist der nicht geeignet. Ja, hier finde ich schon welche. Oh ja, komm mit. Was ist das hier? Den lassen wir mal hier zum Aussporen. Schön zudecken. So, da solche Haufen. Die ist im Juni, Juli war, die finde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber da vorne stehen auch wieder welche. Mal gucken. Welche ist gut? Ein einzelner Mohikaner. Ja, hier stehen auch wieder so ein paar. Nichts Berühmtes. Einpacken und gut. Ja, es sind nicht mehr so viele. Man muss verdammt langsam gehen und sie stehen ganz schön vereinzelt. Ganz schön versteckt, wie man sieht hier. Wenn man die Blätter beiseite nimmt, dann kommen sie zutage. Ja, hier stehen auch noch mal 4 Stück oder 5. Nehmen wir sie mit. Ja, dieser Hang hier, der erweist sich noch mal als sehr erfolgreich. Hier stehen ein paar mehr. Ja, auch hier steht wieder alles voll. Boah, da auch, sogar da drinnen. Aber hier, das ist natürlich wunderbar. Jetzt gehe ich jetzt mal nach unten, dann kann ich besser gucken. Den Berg rauf sammeln ist einfacher. Ja, guck mal, das sind ja richtig schöne, ne? Ja, was ich feststelle, ist, dass hier so, auf freier Pläne, ja, da, wo das Laub so liegt, dass da kaum noch was zu finden ist. Ja, was jetzt noch steht, das steht da, da hinten, wo das Grüne ist, das Unterholz quasi, das Unterbewuchs. Ja, und das ist schon komisch, dass wirklich nichts anderes wächst als Pfifferlinge. Ja, ich habe gerade durch reinen Zufall habe ich noch einen Kiefernröhrling gefunden. Ja, aber das war es auch schon. Den habe ich auch eingepackt. Wenigstens ein Röhrling dieses Jahr, ne? Ja, da ist er. Ein Zufallsfund. Ja, und kaum komme ich hier in das Unterbewuchs, steht da schon der erste. Ja, hier standen noch ein paar kleine. Aber wie gesagt, hier stehen überall welche. Ja, man kann sie nur schlecht sehen. Muss langsam gehen. Ja, man sieht hier noch so an exponierten Stellen, dass immer noch kleine Pfifferlinge nachkommen. Dass es also immer ein stetiges Nachwachsen ist. Ja, auch hier kommen welche. Und da vorne auch. Ja, zum Anfang der Pfifferlingzeit, so Mitte Juni, ja, da sprangen einem die Pilze noch richtig schön ins Auge. Aber jetzt liegen mittlerweile so viele gelbe Blätter rum, ja, dass es sehr, sehr schwierig wird. Man muss sehr, sehr langsam gehen und richtig hingucken. Ja, dass ich immer noch so agil bin und die Berge rauf kann und die Pfifferlinge auch finde und andere nicht, können meine Augen und meine Kondition nicht so schlecht sein. Ich habe schon wieder einen gefunden. Ja, da wächst er. Ja, da bin ich auch schon wieder an diesem Weg, wo
wo letztens die Pfifferlinge direkt drauf standen. Und den gehe ich auch mal wieder. Brauche ich gar nicht lange gehen. Brauche ich gar nicht lange gehen. Hier. Da sind sie schon, die ersten. Ja, und was für eine schöne Gruppe, nicht? Ja, es hat sich also gezeigt, dass die Pilze auch in kürzerer Zeit, jetzt in einem Zeitraum von einer Woche, wieder in genügender Zahl nachwachsen. Ja, also man kann wieder nach einer Woche gehen und kann sich wieder das Körbchen vollhauen. Kein Problem. Ja, ich suche noch ein bisschen weiter. Ich zeige euch noch mal eben mein Körbchen, wie voll das geworden ist. Ja, da kommt noch ein bisschen bei. Ich will da hinten noch den Hang runter, wieder hoch. Möchte mir aber das Filmen schenken, weil außer Pflücken von Pfifferlingen kann ich ja nichts zeigen. So, hier kommen auch noch wieder kleine hoch. Egal, jetzt zeige ich euch das mal eben. Ja, so sieht das Körbchen aus. Wird noch ein bisschen was dabei kommen. Ja, da würde ich mal sagen, triff, triff für heute. Viel Vergnügen mit diesem Film und bis zum nächsten Mal, euer Charlie.